Deutschland gegen Irland. Viertelfinale. Los geht's. Weiterer Schritt auf dem Weg zum Finale in Paris. Wir alle genießen diese einzigartige und bunte Atmosphäre hier. Wenn die Spieler auf den Platz treten, wird die Fieberkurve sicher ihren Höhepunkt erreichen. Schweinsteiger. Los, komm schon. Komm schon. Müller. Komm schon, komm schon. Oh, fuck. James McCarthy versucht, die Kugel schnell nach vorn zu hauen. Komm, du Sack, Alter. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Nein. Er will die Situation nutzen. Das wird nichts. Weit vorbei. Das hat er richtig gut gemacht, aber er wird nicht dafür belohnt. Die Backen, Alter. Sie haben sich eine Menge vorgenommen und sie setzen eine Menge um. Das Einzige, was fehlt, ist die Coolness vor dem gegnerischen Tor. Oh nein. Es sieht gut aus. Schweinsteiger. Oha, er hält drauf. Schade. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Hier ist De Long. Oh, scheiße. Komm, rein da. Ein Pass auf den Flügel. Ach komm, fuck. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Nicht das hier. Und der Pass, das wird eine Torchance. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Ach Gott. Ein ordentlicher Versuch, absolut. So. Jetzt die Chance. Ey, renn da, verdammt. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Mesut Özil. Oh nein, Mann. Oh, fuck it, ey. So eine Scheiße. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Gut aufgepasst, das war notwendig. Komm, 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 ran da. Long. Das ist Mario Götze. Mario Götze. Mesut Özil. Mesut Özil. Oh. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich machen dann. War der nicht drin? Oh, was? So ein Abfuck. Robbie Keane. Beide Teams engagiert, das kann man ihnen nicht absprechen. Allerdings ohne sich mit einem Tor zu belohnen. Bei beiden Mannschaften, ohne Zweifel, gibt es noch Luft nach oben. Erst dreimal wurde aufs Tor geschossen. James oh, McCarthy. Mann. Schweinsteiger. Mesut Özil. Er geht in Richtung Strafraum. Der Keeper lenkt ihn vorbei. Fuck, ey. Und sie schlagen ihn raus. Ein Volleyschuss. Ganz knapp am Tor vorbei. Lol.
Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Oh, war aber knapp, Alter, oder? Naja. Boah, Hammer, ey. Ranna. Das ist Robbie Keane. Und er macht sich den Weg frei. Irre ist der reaktionsschnell. Gerade noch so geklärt. Mesut Özil. Mario Götze. Der ist schön durchgekommen. Müller. Oh, da hat er blitzschnell reagiert. Yes, Alter. Für Deutschland. Leck mich am Arsch, Alter. Dicker Schnitzer vom Torhüter. Und dafür bekommt er die Quittung. Also Kompliment an den Stürmer. Der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. Yes, Alter. Yes, yes. Sehr schön. Damit ist dieses Spiel hier eröffnet. Oh, Deutschland macht kurz vor der Halbzeit ein Tor und geht damit 1:0 in Führung. Oh, weit raus aus dem Gefahrenbereich. Und der kommt durch. Hier ist Long. Müller. Er schlägt ihn nach vorne. Oh, da steht keiner. Fuck. Wieder mal richtig gut verteidigt. Robbie Keane. Da stehen sie wirklich stabil. Und sie bekommen hier den Freistoß. So, ey. Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Einen Freistoß aus dieser Entfernung zu verwandeln, das ist im Grunde unmöglich. Warum nicht? James McCarthy. Sauber verteidigt. Dankeschön. Mario Götze. James McCarthy. Komm, die Zeit ist rum. Long. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Oh, Alter, war schon geil. Weiter geht's. Alles ist wieder bereit. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. O'Shea. Komm ran nah. Irland. Zurzeit mit sehr viel Ballbesitz, allerdings ohne echten Raumgewinn. So James McCarthy. So muss es sein. Das ist Robbie Keane. Ab auf die linke Seite. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. James McCarthy. Ah, toll aufgelegt. Der wird eine Zeit lang brauchen, bis er wieder runterkommt. Der Ball kommt durch.
Die Tür ist sperrangelweit offen. Da kriegt er den Ball. Da geht er alleine. Toni Kroos. Oh, scheiße. Und der kommt durch. Jetzt ist Übersicht gefragt. Wieder mal richtig gut verteidigt. Müller. Müller! Boah. Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Langer Abschlag vom Keeper. Hier ist Long. Komm, sauber verteidigt. Oh, scheiße. Schwacher Pass. Das sollte nicht sein. Kluger Pass. Jetzt nach vorne, komm. Mario Götze. Deutschland nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Komm, komm, da stehen sie wirklich stabil. James McCarthy. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Und er spielt den Ball hoch rein. Boah. Eine gute Chance nach diesem weiten Ball. Alter, war das vielleicht knapp. Eine vielversprechende Strategie, diese Flanken aus dem Halbraum, auch wenn im Moment der Torwart noch was dagegen hat. Oh, geil. Ecke. Robbie Keane. Jetzt ist was möglich. Jetzt könnte was gehen. Und bitte. Er trifft. Yes, Alter. Das war eine Bombe. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Einfach überwältigen. Da hätte sich der Torwart die Finger verbrannt. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Das war nice. Na komm, renn. Sehr schön. Schön reingeballert, Alter. Da steht er an der Seitenlinie und wartet auf seinen Einsatz. Er wird wohl in Kürze ins Spiel kommen. Substitution for Germany. Und damit steht es 2 zu 0. Das ist jetzt die Frage. War's das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch noch mal die Wende? Ne, auf keinen Fall. Toni Kroos. Hier ist Long. Jetzt vielleicht die Chance. Er steckt ihn durch. Durch die Abwehr. Schon läuft der Gegenangriff. Naja, der kommt nicht Reus durch. Kickt die Kugel nach vorn. James McCarthy. Ui. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen.
Sieht so aus, als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Jedenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Jetzt nach oben. Komm. Reus, Müller. Es sieht gut aus. Oh, fuck it. James McCarthy. O'Shea. Hier ist DeLong. Komm, geh da ran. O'Shea. Starker Ball. Hält er drauf? Ey, was macht er? Geh da ran. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Spielende. Nur noch wenige Minuten, dann haben sie sich den Platz im Halbfinale gesichert. Und er haut das Ding vor. Wieder mal richtig gut verteidigt. Das ist Mario Götze. Oh. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davon zu kommen. Long, das ist Robbie Keane. Er versucht ihn da durchzuspielen. Long hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Alter, was war denn das? Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Hinaus auf die Außenbahn. Sauber verteidigt. Reus. Mesut Özil. Reus. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Yes, Alter. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Damit also stehen sie im Halbfinale und man muss sich nur noch einmal vergegenwärtigen, mit diesem Sieg gehören sie zu den besten vier Mannschaften des Turniers. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Das hat mir gefallen, Alter. Richtig geil. So, wie sieht's denn aus? Deutschland gegen Wales, okay. Da hat die Schweiz gewonnen. Nee, Quatsch. Polen und Russland, Italien, Türkei, Frankreich, Belgien, okay. Ah ja, okay. Gut. Na, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Spiel, und zwar im Halbfinale Schweiz gegen Deutschland. Also, bis dann.